Hallo Leute, lasst uns über narzisstische Eltern sprechen und gleich vorab der Hinweis, dieses Video hier ist Teil meines neuen Selbstcoaching-Workshops Emotionale Unabhängigkeit von Eltern. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Aber ich dachte, dass dieser Part hier über narzisstische Eltern auch für euch vielleicht interessant ist. Im Video, sage ich auch dazu, sind manchmal Bezüge zu Fallbeispielen drin. Die sind eben auch Teil des Workshops, aber nicht hier auf YouTube. Aber ich denke, man kann es auch so ganz gut verstehen. Narzisstische Eltern neigen dazu, ihre Kinder als Erweiterung ihrer selbst zu betrachten, anstatt ihnen die Freiheit zur eigenen Entwicklung zu geben. Ja, man kann das ruhig so nennen. Toxischer Einfluss kann sich je nach Ausprägung des Narzissmus unterschiedlich manifestieren. Und es gibt zwei Hauptkategorien, nämlich den verdeckten und den grandiosen Narzissmus. Mit Sicherheit hast du von beiden schon gehört. Im Mittelpunkt jeder narzisstischen Persönlichkeit steht das Selbst. Und es ist ein fragiles Selbst, das nach ständiger Bestätigung, Bewunderung oder emotionaler Versorgung sucht. Narzisstische Eltern neigen dazu, ihre eigenen unerfüllten Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen auf ihre Kinder zu projizieren, was dazu führt, dass die Beziehung stark von Kontrolle und emotionaler Abhängigkeit geprägt ist. Kinder dieser Eltern wachsen oft mit dem Gefühl auf, dass sie nur dann wertvoll sind, wenn sie die Erwartungen der Eltern erfüllen. Beim verdeckten Narzissmus, wie wir es im Beispiel von Annas Mutter gesehen haben, tritt diese Kontrolle sehr subtil auf. Die Mutter stellt sich als Opfer dar. Sie manipuliert ihre Tochter, aber natürlich emotional, um Bestätigung und Zuwendung zu erhalten. Und Annas Bedürfnisse werden ignoriert oder als egoistisch dargestellt, wenn sie mit den Erwartungen der Mutter kollidieren. Im Gegensatz dazu wird beim grandiosen Narzissmus, wie im Fall von Max Vater, das Kind eher als Mittel zur Aufrechterhaltung des eigenen Selbstwertgefühls gesehen. Max Vater verlangt ja kontinuierliche Bewunderung und Anerkennung, während Max das Gefühl hatte, nie genug zu sein, um die Standards seines Vaters zu erfüllen. Beide Formen des Narzissmus zielen jedoch darauf ab, das Ego des narzisstischen Elternteils zu stützen, sei es durch die Opferrolle oder durch Dominanz. Eine der schwierigsten Herausforderungen für Kinder narzisstischer Eltern ist die emotionale Abhängigkeit, die sich im Laufe der Jahre entwickelt. Narzisstische Eltern schaffen eine toxische Bindung, die auf Schuld, Angst oder übertriebener Loyalität basiert. Das Kind wird häufig mit unausgesprochenen Erwartungen belastet, wie etwa, dass es die Verantwortung für das emotionale Wohlbefinden des Elternteils trägt. Und in dieser Dynamik wird das Kind entweder idealisiert oder abgewertet, je nachdem, wie gut es den Bedürfnissen des Elternteils dient. Also wenn das Kind die Erwartungen nicht erfüllt, dann droht emotionale Bestrafung, sei es durch Schweigen, Ablehnung, Kritik. Diese Bestrafung kann aber auch verdeckter ausfallen, indem das narzisstische Elternteil dem Kind das Gefühl gibt, dass es verantwortlich ist für das Leiden oder für das Unglück dieses Elternteils. Ein wichtiger Aspekt, den wir bei narzisstischen Eltern erkennen müssen, ist, dass sie oft die Grenzen zwischen sich selbst und dem Kind nicht respektieren. Das Kind, ich habe es schon mal gesagt, wird als Erweiterung ihres Selbst betrachtet. Und das Bedürfnis des Kindes nach Autonomie wird als Bedrohung für die elterliche Kontrolle wahrgenommen. Und das führt zu so einem Kreislauf der Abhängigkeiten, in dem das Kind versucht, die Gunst des Elternteils zu gewinnen, während es gleichzeitig in dieser emotionalen Erpressung gefangen ist. Und wenn Kinder dann älter werden und versuchen, sich zu befreien, dann greift diese Angst vor Kontrollverlust bei narzisstischen Eltern erst recht. Was ich auch noch ansprechen möchte, sind Schuld und Scham. Denn die beiden sind zentrale Werkzeuge, die narzisstische Eltern verwenden, um die Kontrolle über ihre Kinder aufrechtzuerhalten. Durch die Manipulation von Schuldgefühlen vermitteln sie ihrem Kind, dass es egoistisch ist, dass es lieblos ist, wenn es eigene Bedürfnisse und Wünsche äußert.
Scham wird oft eingesetzt, um das Kind zu entwerten und um es klein zu halten, insbesondere wenn das Kind versucht, sich gegen diese Manipulation zu wehren. Im Fall von Anna hat die Mutter ja diese Techniken ganz subtil angewendet, indem sie Anna immer so das Gefühl gab, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen müsse, um eine gute Tochter zu sein. Und das Spiel mit Schuld und Scham, das sorgt dann auch dafür, dass das Kind seine eigenen Grenzen nicht wahrnimmt und dass es sein Selbstwertgefühl schließlich mit den Launen der Eltern verknüpft. Erinnern wir uns nochmal an Max. Max hingegen hat direkte Kritik und Abwertung erlebt, die auf Scham aufgebaut ist. Denn sein Vater hat ihm regelmäßig das Gefühl gegeben, ja nicht genug zu sein. Also unzulänglich zu sein. Und für Unzulänglichkeit schämt man sich halt als Kind, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht genug. Und das hat bei Max auch bis ins Erwachsenenalter angehalten und hat auch dazu geführt, dass er sein volles Potenzial nicht ausgeschöpft hat, weil er immer Angst hatte zu versagen oder nicht genug zu sein. Und er sich dafür nicht auch noch mehr schämen wollte und auch mal Angst hatte, dass andere das eben mitkriegen könnten, dass er eigentlich nicht genug ist. Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen, warum das so wichtig ist, sich als Erwachsener das anzugucken. Weil es hat langfristige Auswirkungen. Denn Kinder narzisstischer Eltern tragen die Last dieser toxischen Bindung eben manchmal ihr Leben lang, wenn sie nichts dagegen tun. Und diese ungesunden Verstrickungen führen dazu, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, gesunde, autonome Beziehungen zu führen, weil sie es eben gewohnt sind, sich emotionalen Manipulationen zu unterwerfen. Sie fühlen sich oft verantwortlich für das Glück anderer und haben Probleme, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und durchzusetzen. Und vielleicht geht es eben dir ganz genauso. Und wenn du jetzt sagst, ja, dann guck mal, ob du mit folgenden Sachen relaten kannst. Denn diese tiefsitzenden Muster können sich oft auf verschiedene Weisen zeigen, zum Beispiel in Form von ständigem Selbstzweifel und Angst vor Ablehnung, dem Drang, es anderen recht zu machen. Das Stichwort hier ist People-Pleasing. Schwierigkeiten, gesunde Grenzen zu setzen, Probleme in romantischen Beziehungen, insbesondere durch das Anziehen weiterer narzisstischer Persönlichkeiten. Ein anderer Effekt, das ist die sogenannte emotionale Taubheit, bei der die betroffenen Kinder und später Erwachsenen ihre eigenen Gefühle eben so verdrängt haben, um den emotionalen Anforderungen des narzisstischen Elternteils gerecht zu werden, dass sie ihre Gefühle gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das führt dann dazu, dass Erwachsene, die aus solchen Familien kommen, eben Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle zu spüren, zu benennen und auch auszudrücken. Wenn du magst, lass das mal so ein bisschen nachhallen. Im nächsten Video geht es dann um die Schritte, die du unternehmen kannst, um dich abzulösen. So, das war ein Ausschnitt aus meinem Selbstcoaching-Programm zum Thema emotionale Unabhängigkeit. Wer jetzt sagt, ich will das Thema angehen, den möchte ich nochmal auf diesen Workshop hinweisen. Ihr findet alle Infos dazu auf meiner Website. Den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung. Es ist mir ein Herzensthema, das muss ich wirklich sagen, weil ich einfach so viele Klienten und auch Klientinnen vor allem habe, die immer noch in so ungesunden Verstrickungen mit ihren Eltern drinstecken, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, die sich schwer tun, sich zu lösen. Das müssen nicht immer narzisstische Eltern sein. In dem Workshop geht es um alle Arten von Eltern und Verstrickungen. Und ich finde das immer so schade, weil eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung als Erwachsener hat eben auch was mit Abgrenzung zu tun. Und darum geht es da drin. Grenzen setzen können, entspannt sein, souverän sein und sich auf den Weg machen. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video und ich bin gespannt auf eure Gedanken und Kommentare.